Moin. Moin, 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 moin. Was geht? Ja, Team Rocket macht Starttod und dafür bin ich ja da. Ein Kind muss ganze Welt retten, wie immer. Average Pokémon sagen, muss ich sagen, muss ich sagen. Och man, leider habe ich die Rocket-Verkleidung nicht mehr. Das ist so richtiger Drip, Alter. Sad. Egal, muss es mal den hier Radioturm befreien. Immer diese Keks, Alter. Hardtrainer habe ich ja schon gemacht. Gestern. Nee, vorgestern. Aber wie ich weiß, sind es noch 1000 weitere. Wie immer. Wie zum Beispiel der Keck. Let's go, Alter. Ich muss auf jeden Fall Leides leveln. Oh mein Gott, Digga, was hat der denn, Junge? Hilfe! I mean, erst muss Level 30, aber erste Trainer packt gleich so aus, Alter. I mean, zum Glück habe ich Donner. Osso sollte sofort weggehen. Aber brutal Lander, Alter. Was hat Nick überhaupt für eine Fähigkeit? Magnetfall verhindert Flucht von Stahl-Pokémon. Das ist so richtig spezifisch. Das ist so. Wieso? Ich pack Raphael raus. Kann ich Magnezone einfach Schwebe haben oder so? Das war halt richtig geil. Dann hätte ich einfach Ebbing gemacht. Jordana juckt es ja sowieso nicht, aber trotzdem. Wenigstens knallt Donner immer. I mean, solange es trifft. Eigentlich hätte ich ja lieber sowas wie Donnerblitz, aber Donner kann ich mir nur mal kaufen, also. Oh mein Gott, der hat selbst ein Shit-Terra, Junge. Aber das könnte ich mit Blizzard einfach wegknarksen. Oh mein Gott. Komm, Raphael, triff. Ah, okay. Chitterra ist tot. Die verknallt schon. Let's go, Alter. Wichtigen Level. Kreideschrei. Wow. So eine gute Attacke. Raphael steht auch noch gleich auf. Nice. Stahlflügel. Irgendwie sieht die Animation weird aus. Keine Ahnung. Egal. Oh wow, als ob das Ding so überlebt. Aber wenigstens Para. Kapalores, Alter. Lines Kick, Kapalores einfach. Ja. Raphael macht nochmal. Wizard. Diesmal trifft er sogar beide. Nice. Jo, einfach eingefroren. Ach, Bruder, lande Welt ab. Natürlich, natürlich. Natürlich. Wenigstens bekommt der Para, Alter. Magnetbombe so. Und Schild. Dusche unter. Let's go. Wie viel Geld habe ich jetzt überhaupt? 120k. Ach ja, ich wollte ja noch gucken, ob heute die Oma da ist mit den Drogen. Da muss ich richtig zugreifen. Mit war ich hier nicht schon? Ja, gegen die habe ich gekämpft. Gegen den hier aber nicht. Ah. Let's go, Alter. Die Horny, Alter. Aber easy. Bin auf Lumineon und Rasierblatt von Nishi, Alter.
Manchmal frage ich mich, wieso die AI einfach so Tacken macht, die einfach gar nichts bringen. What? Was? Als ob Rihornihor einfach... Erstens, danke dafür. Und zweitens, wieso hat Rihornihor Blitzfänger? Ich wusste gar nicht, dass die Fähigkeit existiert. Digga, was? Was? Oh Gott, Junge. Und ich wusste auch nicht, dass es einfach den Donner abwehrt. Coole Fähigkeit, muss ich sagen. Aber bringt doch nur ein Doppelkämpfen was oder so. Egal, trotzdem down. Niki wurde halt sofort weggeweckt, Alter. I mean, ich weiß, dass der Lawine kann. Ich habe den schon mal selbst benutzt mit Lawine, aber ich hätte nicht gedacht, dass die AI einfach das hat. CPU, lol. Oh mein Gott, Hubert ruft an. Hallo, hier spricht Hubert. Guten Tag, wie geht es dir? Wilde Pokémon zu fangen ist nicht unbedingt meine Stärke. Cool. Neues Beispiel ist bei einem Rattenfratz erwischt. Digga, was hat der gemacht? Cool, danke dafür. Das sagt mir gar nichts. Ah, der Typ ist da. So. Wenigstens habe ich mittlerweile einen Plan für ein Team. Aber das heißt auch, Niki, Raphael und RPG müssen alle gehen. Wir haben wieso eine Moglerin. Einzige Pokémon, was bleibt, ist Linus, Alter. Und seine Fähigkeit ist, ich meine, sein Wesen ist nur noch so beschissen wie immer. Egal, hier brauche ich, Zugangskarte, Mülldreck. Hol ich noch. Oh nein, wir können bewusst in so einen Schwasse geraten. Mauzi, hilf mir. Als ob das Ding was machen würde, Junge. Der Plan zur Befreiung des Reinigungs ist voll Erfolg. Dieser Lanz muss echt cool sein. Boah. Wer bist du denn? Ich werde nicht zu, dass jemand sich da im Weg stellt. Ah. Fangirl. 5 Pokémon. Okay, aber wie es aussieht, bloß scheiße. Ja, Linus macht einfach Donnerspam. Einfach Blizzard, das ist so verschwendet auf den Habitak, Alter. Böses Treffer. Ja, Linus trifft aber nicht. Er taucht ab. Man sieht den nie wieder. Den Kader. Meine Attacken sind so scheiße. Mach Schutzschild, Alter. So. Fette Bomben, Alter. Natürlich geht er auch auf Linus. Boah. Und er hat Schaufler. Danke dafür. Aber I don't care. Raphael macht Schutzschild wieder. Klappt sogar. Raphaels Turns sind einfach gerade so richtig gewastet, aber ich habe nichts, was er machen kann. Ich will nicht Surfer machen, weil sonst ist Linus halb tot. Komm. Natürlich auf ihn. Der arme Linus, Alter. Fucking Mobile. Ja, Linus kommt raus, dafür kommt Moglerin rein und Raphael geht alles. Also wirklich alles. Jeder hier stirbt. Raphael, der Mörder, Alter.
Moglerin tut mir so leid, Alter. Ganzes Schlachtfeld weggeräumt. Heiliger Mann, heiliger. Da kommt Linus wieder rein. Konduktu. Da kommt Linus wieder raus. Was ist dazu? Wait. Ich wechsle auf Sula. Ich will nicht RPG killen, wenn ich Survivals mache. Erst mit Doppelkämpfen ist echt teilweise anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Aber irgendwie ist das Gimmick cool, dass jeder Kampf ein Doppelkampf ist. Aber Surfer ist halt einfach beste Attacke für den ganzen Game. Oder Erdbeben auch. Also das sind beides mit meinen Lieblingsattacken. Und ja, das andere Pokémon wird einfach immer weg. Darks dabei, Alter. Du musst doch eigentlich mal anfangen, das Team zusammen zu suchen. Also die Pokémon. Mal gucken. Ich habe mir aufgeschrieben, wo die sind, die ich brauche. Ich guck mal kurz nach. Also, ja, ich glaube, ich kann davon ein paar sogar heute schon machen. Wenn ich Glück habe, mache ich 1, 2, 3. Ich glaube, 4 kann ich machen. Das eine kommt, wenn wir die Story weitermachen. Gut, Team muss so passen. Der Kerl klebt ja auch noch. Kacke. So. Wow. Ich finde es schön, wie man sofort sieht, dass ich eingestellt habe, dass mit 30 Mal alle Pokémon vorentwickelt sind. Alles über 30 kann man machen, alles unter 30 ist Trash. Bitte Schlammbombe, Alter. Fehlt wenigstens. Okay, Raff ist doch bei 10 Level höher. Donner geht leider daneben. Boah, Alter, Gegenstoß 50 Stärke, weil ich nicht getroffen habe. Findwurm. Einfach Blizzard. Bitte triff auf Kindwurm. Kiribuchok ist komplett egal. Yes, hat beide getroffen. Let's go. Kiribuchok ist auch down. Das Ding kann nie wieder irgendwas machen. Linus mit Donner schiebt halt einfach viel zu fett. Richtig krank, das Typ. Nein, es ist mit Abstand mein Lieblings-UFO. Oh wow, das geht sogar. Okay. Ich vergesse mal, dass Raphael so scheiße hoch ist mittlerweile. Weil er irgendwie der Einzige ist, der nicht stirbt. Also wirklich, ich weiß nicht wie. Niki wird halt immer so von irgendwelchen random Pokémon weggeknackt, weil die aus irgendeinem Grund immer eine Eisattacke haben. Ich weiß gar nicht woher. Ist halt wirklich so. Porsche Emil. Hätte ich Raphael gebrochen, Kacke, Alter. Magnetbombe, Ampharos, ja, und du zerstörst einfach. Nicht alles. Vorher stur. Einfach so richtig ausrasten mit den Attacken immer. Amine sind die wenigstens tot. Habichi baut euch beim Wurf. Wow, Alter. Linus packt aber schon richtig aus. Och, der ist auch Level 39. Mal irgendwas auf mein Niveau. Genauigkeit von RPG sinkt. Das ist ihm komplett egal. Er macht vorher Sturm in mein Gesicht. Hab ich doch gesagt. Das tut weh. Er verbrennt. Donnerwelle ist fehlgeschlagen. Intelligent.
Komm bitte schon mal hören. Yes. Nice. So, let's go. Nächstes Stockwerk. Achso, das ist der Fake-Intendant. Imagine Sekretär sein und hier so sitzen. Was ist das überhaupt für Stühle? Das sind keine Stühle, das sind Hocker, Alter. Wieso haben die Pokémon und wir sind nur Hocker, Mann? Anfang mit Pokémon-Büchern, okay. Was steht hier? Bitte Stockwerk, Büro des Intendanten. Wow. Ich find's auch schön, dass wir immer einfach Warlock haben. So. Oh mein Gott. Die Alte ist wieder da. Athena, oder wie sie hieß. Egal, hallo, Fake Intendant. Also, auf geht's. Hier spricht euer Intendant. Es hat sich gerade ergeben, dass unser Sender ab heute mit einem herrlich neuen Programm zur Huldigung von Team Rocket auf Sendung gehen wird. Ich erwarte von euch allen, dass hier ohne Murren ein tolles Programm ablief. Oh nein, ausgerechnet jetzt, wo ich gerade geübt habe, die Stimme des Intendanten zu imitieren. Wer bist du? Ach du schon wieder, Ellie. Verpflegt und zugenäht. Und das, wo ich dir doch schon... Ich kann nicht lesen, Mann. Das, wo ich doch schon sogar Intendant war. Ich wollte der Welt doch eigentlich die frohe Kunde von Team Rocket mitteilen. Aber na gut, diesmal werde ich mit allem kämpfen, was ich habe. Absoluter Keck-Typ. Der sieht aus wie ein Lauch. Er sieht nicht aus wie ein Lauch, er ist ein Lauch. Wir sind Level 39. Habe ich nicht erlaubt. Well, fuck, I guess. APG hat auch kein Schutzschild, was mich nervt. Und Dicky ist tot. Pokémon hat er, der hat 6. Ha. Ha. Raphael bleibt drinne. APG könnte, wenn er trifft, Hypno killen. Glaube ich zumindest. Hypno ist nicht so geil defensiv aufgebaut. Laut meiner Erinnerung. Vollschuss ist einfach fett. Ah. Ja, ist halt so. Psychokinese. Auf! Raphael. Er lebt aber noch. Ja, Raphael macht Surfer. Oder? Ja, nee, ich muss Raphael heilen. Und ich kann auch APG nicht drin lassen, sonst kommt er auf Maul. Milch in die Fresse schmeißen. So einen halben Liter Milch einfach. Oder so ein Sixer-Pack einfach. Sixer-Pack Milch? Was? So ein Karton, Alter, meine ich. Was hab ich geraucht, Alter? Schaffle geht auf Raphael. Das ist weird. Psychokinese. Raphael muss einfach alles nehmen im Universum. Aber irgendwie juckt ihn das auch nicht. Respekt an ihn. Einfach Surfer ist besser. Plötzlich so das Turn, um wieder Raphael zu heilen. Dafür aber erstmal noch Limo in die Fresse. Gut. Böhner, aber auf wen? Auf Sude. Du willst nicht, dass Sude dich angreift, denn kannst du nie wieder gehen. Oh mein Gott. Damit wir das überleben, Alter. Surfer, hab ich nicht eine Siedelbeere? Ja, ich hab Siedelbeeren. Let's go. Hier, Raphael. So was? So ein Turns richtig verschwendet. Eissturm. Cool. Am Ende ist keine starke Attacke, aber das ist wieder eine nice Attacke haben, Alter. Und Kritten. Geht das überhaupt? Ich glaube sogar nicht. Ich habe gar nicht so gedacht, wie viel es vorher gemacht hat.
Ja, nee, doch, reicht. Let's go. RPG Level auch, nice. Raphael Level auch, nice. Lehmbrühe, let's go. Das ist eigentlich useless. Wir haben Server. I mean, SSV-Server. So, es trippt nicht so oft. Aber kann die Genauigkeit senken. Ja, hier bekommt Milliarden XP, let's go. Pengolist bekommt Blizzard in die Fresse. Das Ding auch, hoffentlich. Mein letzter. Dann kommt wieder RPG rein. Rasierblatt. Oh shit. Raphael sollte überleben. Nicht viel, aber er sollte. Raphael sollte nicht überleben. Ach ja, und Antikraft, danke dafür. Ja, Linus. Nee. Doch. Ich vergesse mal, was Amalde für einen Typen hat. Egal, Donner drauf. Feuersturm, bitte triff RPG. Er trifft. Und er killt. Absolutes Gerät, Alter. Das ist eigentlich so ein geiles Pokémon, weil es einfach fuck off Linus auf die Fresse haut, Alter. Ah. Gut, so viel dazu. So viel dazu. Hat Linus noch genug AP? Ich hätte nicht mit so einem starken Kampf gerechnet. Ja, einer. Hoffentlich geht der Turtok und sonst muss Sude einfach drauf hauen, bis die in der Tod sind. Sude trifft nicht. Durchbruch. Brech seine Mutter durch, Alter. Komm, Linus, let's go. Das Ding ist fett. Der Donner ist aber genauso fett, Alter. Kann der einfach komplett einpacken, Mann. Sind geheilt noch. Genau, Level up hinterher, let's go. Antikraft auf Sude. Sude kann das machen. Stami. Well, fuck me. Ich paralysiere einfach. Und du triffst jetzt deinen scheiß Nassschweif. Ah! Okay. Was? Okay, Nassschweif ist sehr effektiv. Finde ich gut. Also, Stami kann Eisattacke haben. Das wäre fatal. Sude erlernt Hyperstrahl. I mean, das approve ich, bin ich ehrlich. Also. Bruder, Alter. Ich würde erstmal ein Pokémon heilen. Wer überlebt Stami? Ja, eigentlich Linus. Aber wegen Larkin ist halt das Kacke. Ja, wahrscheinlich auch eine Eisattacke. Das kann ich Nicky nicht wiederbeleben. Raphael ist Kacke, weil er wird vom Wasser getroffen. Ich habe nichts gegen Wasser aus der Sude. Und die meisten Wasser-Pokémon haben auch Eisattacken und Eisattacken sind wieder neutral gegen Sude. Das ist Kacke, Alter. Walzer? Okay. So, weit ist es drin, okay. Es ist safe, jetzt kann ich Überstrahl drauf. Teil ist einfach keine Attacken, aber es muss überleben. Komm. Los, Sude. Gib ihn. Diese Überstrahl sieht aber echt geil aus, bin ich ehrlich. Mach bloß nichts.
So, Sudes Turn ist jetzt weg. Damit er wird 4 Damage machen. Aber ich habe Kraftwurzel. Oder ist das Verschwendung? Das sollte ja reichen. Eine Kuhmilch sollte reichen. Beizer kommt durch. Sollte nicht killen. Let's go. Leider spammt Magnetbomben einfach und Sude macht Hyperstrahl. So richtig lost, Alter. Funktioniert aber, funktioniert. Und Hyperstrahl sieht echt geil aus. 3000 Euro. Damit kann ich gerade so die Kosten bezahlen für den Kampf. Der ist unten im Haus, Alter. Oh, er gibt mir sogar einen Untergrundschlüssel. Vielen Dank. Kelle öffne. Oh mein Gott, Klaren ruft an. Mein BF, Alter. Hallo, hier ist Klaren. Wie geht's dir bei Viewers? Ich muss mich mal an Quasar denken. Ja, ich Quasar, das ist jetzt richtig krass. Tschüss. Du Keck, niemanden juckt das. Wieso rufst du mich an? Ich muss ja hier lang. Und der Typ kämpft wieder. Och man. Och man. Hast du mein Team gesehen? Wieso hat er 5 Pokémon? Hast du mein Team gesehen? Ich kann nichts gegen die beiden Dinger machen, weil ich. Oh, ist das Pain. Ja. Achso, hier muss ja Beleber. Mann, kannst du dich nicht pissen? Was war Sude? Sude macht nichts. Ich heile RPG. Nee, reicht nicht immer. Immer effizient. Leine sollte stehen, aber ich weiß nicht, ob Sude steht. Okay, aber wenn er nicht angreift, dann steht Sude. Ein wohltuendes Aroma. Vergeltung ist sehr effektiv. Welchen Typ ist Vergeltung? Das ist Kampf, ich glaube schon. Boah. Ja, ich parallel. Mache ich jetzt. Ja, ich wechsle aus hier. Sude bleibt drinne und Sude macht einfach Hyperstrahl. Auf. Ja. Einfach doch Tuska weg, Alter. Einfach Hyperstrahl spam. Bei mir, das funktioniert jetzt schon. Okay, so, du bist noch 17 Level höher. Oh ja, der Mau mit Aromakur. Ariados. Windows, was? So, du musst dich aufladen. Explosion. Und Sude wird verbrannt. Okay, so viel dazu. Digga, Sude hat heute keinen guten Tag. Ja, das Pilz. Das Pilz? Was? Das killt, Alter. Bild noch, Mann. Ibitak, Junge. Ja, du machst Flammensturm. Hab ich noch? Ah. Oder will ich einen Ding killen? Ja, du nimmst erstmal Pixie raus. Gut. Alles geplant. Sude. Digga, RPG räumt das ganze Schlachtfeld einfach auf.
2400 Euro, let's go. Oh, dieser Typ, der ist so ein Heck, Alter. Die anderen lassen mich wenigstens durch. Gut. Hi. Willkommen im Radioturm. Oh, das ist gerade so rausgerutscht. Tut mir leid, das ist halt eine Besichtigung leider nicht möglich. Wie professionell, Alter. So, aber jetzt erstmal heilen. Mein Team existiert nicht mehr. Nick ist schon seit Stunden tot. Diesen Zeitpunkt. Oder auch einfach ein bisschen umfallen, Hyperstrahl gespammt. Ich meine, leider ist es lange überlebt, aber 10 AP in Donner sind ausgegangen. Okay, Bombe ist halt cool. Aber nicht gegen Pokémon, die stahlresistent sind. Ich finde schon, wie er einfach so ganz entspannte Musik ist. Die Läden sind hier immer noch zu. Egal. Oh, hi, was machst du denn hier? Diese schwarz beklufteten Damen und Herren von Team Rocket scheinen ja sehr beschäftigt zu sein. Das hat mich neugierig gemacht. Lackbus, ihr wollt sie euch verknüpfen? Was? Ihr wollt sie euch vorknüpfen? Ich kann nicht reden. Fuck off, Alter. Los, ihr wollt... Achso, ey. Seid wirklich äußerst mutig. Wenn ihr so weitermacht, wird das Ding der Apo... Oh, das habt ihr jetzt nicht gehört. Wir sehen uns. Und tschüss. Jidubi Spinning Man. Lieber wenn du den Keller öffne. Hört sich einfach an wie ein Brecheisen, Alter. Heißer Kampf, heißer Kampf. Der Typ averaged 40, mein Rivale. So. Erstmal hier die Trainer wegmachen. Hariyama Opapunga. Vor einem Pokémon habe ich viel mehr Angst als vor dem anderen. Beides ist scheiße, Alter. Was kann ich jetzt hier machen? Kampf. Ich kann drauf spammen und Leine sollte raus. Das ist bald auf jeden Fall. Opapunga, Links durch, du pflanzt ja auch Raphael rein. Du machst Rasierblatt erstmal, damit du überhaupt ein bisschen Damage machst. Ah, cool, danke dafür. Muss Hyperheiler kaufen. Das darf ich nicht vergessen. Boah, Alter, kranker Damage. Natürlich kann er sich vergraben. Ich mach trotzdem Besat. Und du machst... I don't care, mach einfach Erdbeben. Karl, du siehst doch auch deine Mutter, Alter. Niki kann nicht angreifen. Sad. Mach ja mal seinen Schaufel ein. Dann natürlich auch Raphael. Raphael juckt es nicht, aber trotzdem. Das einzige, was effektiv getroffen werden würde, ist natürlich... ausgewichen. Danke dafür. Bitte nochmal. Und du auch. Er switcht. Er kann nicht switchen, weil er kein weiteres Pokémon hat. Komm. Mord. Raphael kann ich angreifen? Niki kann wenigstens angreifen. Raphael nimmt das wie ein Champ, Alter. Hariyama ist down. Jetzt muss Raphael
bloß noch treffen. Du machst fucking Blizzard. Und du, Keck, dein Turn benutze ich für den... Was habe ich hier? Verwirrung, Vergiftung, Kacke. Bloß ein Eis überall drin. Gut, los, Raphael. Auch noch Speed, Alter. Und Blizzard trifft, Alter. Go. Nice. Let's go, Alter. What? Ach, der Typ kommt schon. Ich bin tot. Ich hab keine Items. Ich hab gedacht, er kommt erst später. Och nein. Nein. Oh. Alter, Junge. Bruder. Nicht Adolphus. Nicht in diesem Zustand. Raphael ist fast tot. Oh Gott, zum Glück sendet er ein schlechtes Pokémon ein. Gengar muss weg. Gengar wird beerdigt. Spukball ist okay. Tut weh, es muss aber sein. Ja, wird hier so weggebombt, Alter. Feuersturm und Donner. Das killt sogar. Es muss Leides auch treffen. Wenn Leides trifft, dann ist Legende. RPG ist tot. Doch nicht. Ey, das ist eine gute erste Runde, bin ich ehrlich. Sofort Gengar rausgenommen. Und Yugong. Ich würde mich eigentlich Yugong drin behalten. Damit ich mich hochgehen kann. Aber das ist leider nicht möglich. 42, okay. Und ein Skungdang. Beide können hier nicht drin bleiben. Okay, Apigee kann drin bleiben. Er möchte aber nicht drin bleiben. What the fuck mache ich jetzt, Alter? Ich hole Moglerin rein. Dann kann ich den Turn benutzen, um mit einer... Wie viel braucht er? Moinigi. Ja komm, die schiebt Kraftwurst im Arsch. Oh, die ist schön drin. Medikamente, Alter. Alles kommt zurück. So. Vakuumwelle. Okay. Das geht ja noch an Damage. Matschbombe. Natürlich alles auf RPG. Ich habe da so einen Keck reingeholt. Nur für euch. Der euch umknacksen. Den ihr umknacksen könnt. So. Und geht natürlich auf RPG. Egal, ich heile einfach hoch. Moglerinnen angreifen lohnt sich nicht. Live auf dem Weg nach Hause. Mich haut das auch gleich auf die Fresse. Digga, Niki, Junge. Pass auf. Eisenschweif geht daneben. Feuersturm, Alter. Tschüss, Alter. RPG, rast doch nicht so aus, Alter. Nicht nur sofort Gengar weggemoxt, Alter, sondern auch gleich fucking fettes Stinktier verbrannt, Alter. Oh Gott, wird das nach Hölle riechen da. Ihr wollt Mogelbaum nicht angreifen? Mogelbaum fliegt jetzt. Das ist Technologie. Ich hätte nicht Niki reinholen sollen, ist mir aber egal. Nein, Mogelbaum! Strahl, Alter. Du lebst das, Junge. Du lebst das. Du fliegst jetzt, Mann. Du fliegst. Heiliger. Ja, nicht immer Weltbeben. Vakuumwelle. Er trifft nicht. Lol. Er trifft auch nicht. Können wir darüber reden, dass beide irischen Pokémon einfach ein fliegendes Pokémon anwesend haben? Dass Niki jetzt ja alles wegmotzt, trotz Para.
Digga, Niki rastet aus. Wieder zu krass, Alter. Es ist wirklich so. Du bist am Anfang des Streams gestorben und ich hab dich jetzt erst wiederbelebt. Du wurdest sofort paralysiert und jetzt kam der Rivalenkampf. Oh ja, ich hol Leides wieder rein. Leides muss immer noch ein bisschen leveln. Jaska, Donner und weg. Windschnitt, ja, ist egal. Dieser Rivalenkampf war richtig lächerlich. Okay, ich habe auch mit Linus und RPG sofort beide Schritte Pokémon gewonnen, hätte aber egal. Ja, das ist hier der Rivalenkampf. Also, es gibt ja diesen Fake-Intendanten hier. Also, ich bin zu den Intendanten gegangen, hab hier Lambda gekämpft, den Fake. Und jetzt bin ich hier nach unten gegangen. Ich bin literally mit 3 Pokémon und die Hälfte von dem Tod in den ersten Kampf rein. Und diesen Kampf literally mit RPG, mit Raphael Tod meine ich. Oh mein Gott, Hubert ruft wieder an. Let's go, die Legende. Hallo, hier spricht Hubert. Guten Tag, wie geht es dir? Nach dein Maul. Der redet wie über sein scheiß Asphalt, Junge. Ja, und dieser Kampf war irgendwie lächerlich. Weil es hat Yugon gewonnen, RPG hat Gengar gewonnen. Mogelbaum ist geflogen. Ja. Der erste Kampf war schwieriger. Egal, ich gehe jetzt nochmal heilen. Mal diese Leute, die sich einmischen in Kämpfe. In Kämpfe nicht, in meinen Angelegenheiten. Adolphus, Alter, kann er nicht einmal wegbleiben? Erstmal ein bisschen Meth kaufen. Hi, verkauft ihr Meth? Yeah, let's go, Alter. Wo ist die wahre Hyperheiler? Let's go. Let's go. 20. Gut. Belebe auch noch. Let's go. 24. Gut. Ich bin jetzt im Besitz von Ware. Ich wollte nicht nach oben gehen. Was mache ich? Gut, 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 Alter. Jetzt muss ich hier noch den Intendanten befreien und dann nach oben. Und dann gibt mir der wahre Intendant auch ein fette geile Item. Ab im Keller. So, den habe ich besiegt. Der kommt noch. Niki muss nach oben. Ich muss kämpfen. Girafario Schnurgast. Aber jetzt wieder auf Level 30. Sofort war der Level 40 auf Level 30, Alter. Das ist doch lächerlich. Ja, hier, mach einfach Mord, Alter. Donner, Alter. Das ist so overkill, aber es ist die einzige Attacke, die gut ist von Linus. Oh mein Gott, der ist vergesslich. Er vergisst einfach den mentalen Schaden, den er durch die spezielle Attacken bekommt. Ich sage jetzt genau das gleiche. Habe ich mich gerade bei so ganz normalen Wörtern einfach versprochen? Wie ist das möglich? Natürlich trifft Donner nicht. Da ist ein komischer Kick. Ein Haufen an Scheiß. Das beschreibt ihn sogar wirklich ganz gut. Ich weiß auch nicht wieso.
ja, mach Kassibat weiter. Niki nimmt einfach alles. Mach gegen Flug und Pflanze Pokémon und Fastattacken. Ah, er funktioniert aber. Der arme Vogel, alter Mann. Digga, das ist ja nicht mehr Fleisch, was da runterkommt von Himmel, das ist einfach Kohle. Kommt einfach so ein Stück Kohle vom Himmel geflogen? Was? Einfach überall Donald drauf, wirklich jetzt. So, zu Hause und jetzt habe ich Zeit, nice. Los! Mann, nein, es trifft doch nicht weg! Wenn du nicht triffst, dann muss Niki noch sterben. Bang, den Drachen nicht! Mein Stuhl ist kaputt, fuck. Muss irgendwie mit Band festmachen. Endlich! Donner auf den fetten Koks! Wieso macht das nicht? Okay, ist gerade okay. Ich hätte auch zugetraut, dass er das einfach so macht. Oh mein Gott, Niki kann Photosynthese betreiben. Ich bin gerade so kurz davor, Nikis einzige Pflanzenattacke zu vergessen. Die Menge hängt vom Wetter ab. Ach, fuck, Alter, nee. Kein Bock. Keine Photosynthese für Niki. Yo, Item. Hyperheiler. Was sind das wohl für Typen, Alter? Wait. Ich muss den bekämpfen, wenn ich ein Item will. Ah, fuck. Egal. Moin, Raphael, was geht? So, jetzt schaue ich mir mal dein kaltes Team nochmal an. Let's go. Zabur Kamerupt schon drinne. Digga, ich muss hier noch Story machen. Da ist der Kamerupt, Junge. Extra für dich. Nur für dich, sofort am Start. So, Niki kann... Was macht Niki jetzt? Raphael kommt rein. Und Niki versucht Erdbeben zu machen. I don't care, ob er stirbt. Mann, Nikis Typ ist echt scheiße, Alter. Das regt auf. Komm, Niki, du machst das. Yeah, gib ihn aufs Maul, Alter. Mit auf Raphael, Junge. Kill ihn einfach. Der Typ ist tot. Ist er auch tot? Niki, der Mörder, Mann. Ein Rex Bizarre. Und ein Ambidiffel. Oh mein Gott, es hagelt. Weißt du, es hagelt zwar, aber ich spam Blizzard, Alter. I don't care. Beide müssten eigentlich raus. Beide haben richtig Angst vor X-Bizarre. Niki und Raphael. Raphael wird von Pflanzen zerstört. Und Niki wird von Eis zerstört. Korrupt, keine Eruption. Er wurde vorher umgebracht, Alter. Aber bitte, wir schlafen, Alter. Wir schlafen. Energieball. Raphael ist tot. Wieso macht er das auf Feuer, Pokémon? Was? Was? Wieso? In welchem Universum ist das ein guter Move? Dass Raphael, er hätte Raphael killen können. Schild, Flammensturm.
Ich hoffe halt einfach, dass Karpils einfach reinkommt und aufs Maul haut. Das ist sein Job. Das ist sein Job. Gut, der Typ ist down. Ja, Niki hat noch gut Leben. Niki kann das. Niki ist groß. Rauchball. Muss ich gegen den überhaupt hier oben kämpfen? Ich bin echt zu faul dafür. Mit was muss ich machen? Grün. Grün und... Oh, fuck. Rot und dann blau. Tür hier auf. Ja. Komm, ich pack Apogee da vorne. So, let's go. Wow. Gute Pokémon. Magnetbombe, töte den. Und du machst Feuersturm, weil das der einzige Attack ist, der leider nicht geht. Digga, auf Vollbeat Feuersturm. Das ist so richtig Overkill, Mann. Ich habe literally einfach Pokémon-Teambilder gesucht. Das erste Ergebnis angeklickt. Ich wünschte, das wäre eine Lüge. Aber die Seite ist gut. Nein, ich wollte... Egal. Er hätte sowieso nichts gebracht. Apogee muss treffen. Wenn er trifft, ist egal. Er trifft, das ist egal. Stibuna existiert nicht mehr. Verbrannt. Nicht mal die Asche ist mehr da, nur noch CO2. Hast du doch nicht so aus, Mogelbaum, Junge. Wer bezahlt dich, Junge? Wer bezahlt dich? Komm, such doch Überschall. Achso, das habe ich auch gemacht. Ich habe mit Suda einfach Überstrahl gespammt. An mir ist funktioniert. Also 38, let's go. Ja, Team geht noch, Ach ja, ich sollte Item da anmachen. So. Da ist ein Item. Ich benutze das Ding zu wenig, Mann. Mal gucken, ist hier irgendwas? Nö. Okay. Denn, who cares? Gut, hier habe ich einen Top-Trank. Let's go. Schon sind gute Items, deswegen gucke ich. Ach ja, das ist ein Keck. Ich klatsche den kurz mal um, Alter. Lurak und ein Bulma-Dame. Was für ein Unterschied, Mann. Die Blizzard auf beiden, Alter. Töte sie, Raphael, töte sie. Ich spam wirklich so richtig High-Damage-Attacken einfach. Fuck offline ist, Digga. Wieso macht er eine Kampfattacke? Er ist Feuer-Pokémon. Was? Bümmerdame sitzt sogar extra Sonntag auf, Alter. Komm, du käsest Gurak und du machst jetzt Schlammbombe auf Bümmerdame. Bitte Bombe, Alter. Nein, es macht jetzt nichts und stirbt jetzt. Nee, er macht. Manchmal ist so KI so richtig Abriss und manchmal einfach so. Also ich habe Mogelbaum draußen gehabt und ich habe Fliegen eingesetzt.
Und beide gegnerische Pokémon haben anstatt Raphael, war auch draußen, glaube ich, haben anstatt Raphael zu targeten, weil Mogelbaum fliegt ja, haben sie Mogelbaum angegriffen und die Attacken sind daneben gegangen, weil das Ding fliegt. Also wirklich jetzt. Beines, du killst jetzt Durak. Halt doch dein Maul, Alter, du fetter Keck. Ulteros, ja, komm, nein, es geht einfach. Geh in Rente. Der Typ macht das hier. Raphael ist Mörder. Hier, der macht Surfer, Alter. Durak ist tot. Ulteros ist halbtot. Aber er macht Sandsturm, Alter. Wo kommt der denn her? Ah, ne. Sudo macht Hyperstrahl, weil das useless ist, deswegen. So. Ich habe zu viele von diesen Keks besiegt heute. Das ist echt anstrengend. KI minus 3 IQ. Ist halt so. Nein, es ist verwirrt. Schaut sich gehetzt um und scheint irgendwas zu suchen. Akku ist Beleber. Leider ist Mama für den guten Herrplatz. So, Team passt noch. Gut. So, Linus, du triffst jetzt. Mach den Begriff Zeppelin weg. Du machst Stammbombe auf Handwärmer. Good job. Raphael packt aus, let's go, Mann, let's go. Groll, tritt nicht. Yes, er trifft. Der letzte Donner. Tschüss. Ja. Yes, yes. Waldro. Ja, ich switch auf RPG und du machst Dutschit. RPG macht das, der hat genug Leben. Er setzt Flinkklaue ein bei fucking Dutschit, Junge. So was? Ach, er macht das, er kann das, er ist groß. Hab ich doch gesagt, er ist groß. Ah, nochmal Dutschit, let's go. Haben Sie schon Angst vor der Top 4? Nein, ich habe keine Angst vor der Top 4. Ich habe Angst einfach davor, dass ich keine AP habe, wenn ich kämpfe. Weil ich keine Attacken habe, die gut sind. Ich habe wirklich bloß... Digga, RPG hat 2 Attacken, mit denen er Damage macht. Hi, ich bin hier, um dich zu retten. Cool, schlaf bitte. Mach ich anscheinend auch mal. Was? Wer bist du? Was? Du bist hier, um mich zu retten. Vielen, vielen Dank. Aber sag mal, was ist da im Radioturm los? Was doch, wenn wir das nur sofort dann? Na gut, hier nimm diesen Türöffner. Noch mehr Kämpfe. Damit solltest du die Tür jetzt einen Schock aufbekommen. Bitte. Du weißt ja nicht, was sie mit dem Sender in ihrer Gewalt fähig sind. Wenn sie mit diesem seltsamen Signal auf Sendung gehen, könnten sie sogar im Besitz von Pokémon ergreifen. Ach, diese Keks, Digga. Die schlag ich weg. Der Typ, Alter. Der hat seine 10.000 Schritte heute schon geschafft. Ja, Quirte macht alles. Der
Der ist fett und eine Bestie, was? Noch kurz hier ein paar Sachen stehlen. Gegengift, ja. Oh, Gegengift, Alter. Gib mir Hyperheiler. Der hat eine gute Feuerattacke. Ach, was laberst du? Der kann das. Hier, mach mal. Mach mal. Hier, los. Gut. Vielen Dank. Wer hätte gedacht, dass Diebstahl so einfach ist? Du willst einfach rein und dann nicht für die Mitarbeiter machen für dich den Weg frei. Zu den Items. In der Sonne ist gut auch noch gut. Wegen viel effektiver Pokémon ist auch gut noch gut. Hi. Ja, Erdgeschoss. Hörst du ganz nach oben? Fette Ho. Erdgeschoss. Gegen Level 1 Schnippeldeck ist gut. Gut, ja. Leider gibt es keine Fahrstuhlmusik. Was für Verbrecher. Ach, schön. Willkommen in Koks Center. Rötet deine Pokémon. Die Frage ist, wer? Ich speichere mal. Sicherheit. Bitte Graphics, Alter, hier. Fix. Gut, wir haben geheilt, jetzt noch mehr Pokémon-Typen töten. Pokémon-Typen töten, das könnte alles heißen. Ich gehe auf der Straße, frag, magst du Pokémon? Hau du Fresse, Mann. Genau das könnte das heißen. Hier, Tür auf, Junge. FBI! Komm her, Ficker! Das Fenster, Digga! Nein, das Donner, mach Fenster auf! Ich schieb den aus dem Fenster, Mann! Der Cake wird das Fliegen lernen! Also 31 Alter. Donner, Noctu, Schlammbombe, Snibuna, Eissturm? Deine Mutter besteht aus Eis. Musik ballert immer. Bombe Junge. Donner Junge. Besser als Gefriertrunken. Mal sehen. Ach, noch Tuska. Ja, ich switch auf Sude und du machst mach Blizzard. Sepona ist Eis-Pokémon, mach Blizzard, Alter. Ich denke immer Raffel hat Erdbeben, deswegen bin ich auf Sude gegangen, weil so, ja, Bodenattacken können Sude nichts machen. Ja, aber Raffel kann Erdbeben. Mogi schlägt viel, ha. Die Bodener wird ab, beide werden ab. Ich hasse euch. Raffel ist tot. Raphael ist tot, Mann. Suppe dazu? Ah, Lucky Ball! Sude, du machst Drachentanz. Und lässt einfach Apicia skillen.
Wer zuletzt lacht, lacht. Oh mein Gott, mein Boyfriend ruft wieder an. Hallo, hier ist Clan, wie geht es dir? Wenn Meryl sich etwas ärgert. Ah, was ist hier los? Egal. Da zieht es sich im Wasser zurück. Neulich ist in unsere Badewanne gesprungen, das ganze Badezimmer auf Wasser gestellt. Who fucking cares, Alter? Muss sein, bevor ich hier FBI-Raid starte. Ich hasse Veganer. Gute Aussage, finde ich gut. Ach ja, hier Graphics, Junge. So, hier, ich speichere bei 6. Digga, bist du selber Veganer, was willst du? Sheesh, Alter. Ach so, ja, der Typ hier, der ist keck. Die wächst wortwörtlich ein Baum auf deinen Rücken. Der Typ, der will Mord. Digga, willst Stress? Komm heute 20 Uhr Spielplatz ohne Beißen und ohne Kratzen. Euer Zahn, wow. Sehr lächerlich. Das sind die wahren Attacken. Los, Digga, zur Wacht! Gib die in die Mülltonne. Wieso geht das nicht? Wieso geht das? Und nicht Hundemorn, Mann. Nein, es ist auch bei Level 40, Alter. Ah, Tropius. Sude macht literally einfach Hyperstrahl. Auf Tropius und du machst die Blizzard, Digga. Du kennst beide. Der Tropius existiert nicht mehr, Digga. Das macht ja gar nichts, Digga. Sude, was hast du? Hier ist Level 43, Digga. Kein Wunder. Der wird fucking weggelasert und bekommt einen Blizzard in die Fresse. Ist so, Tropius ist underrated. Digga, das arme Tropius, der kommt rein, sofort Hyperstrahl, einfach landet für immer. Digga, danach kann er nicht mehr mal fliegen. Alter, und dann kommt fucking Raphael an und schiebt den fettesten Blizzard in der Welt in die Fresse, Mann. Bananen sind abgeschimmelt. Tschüss, Alter. Genauso wie deine. So was? Wie komme ich da drauf? Oh, Team sieht gut aus. Was hast du das mal bekommen? Hallo, du Ho. Da ist eine Treppe. Du fliegst runter. Gesicht voraus. Kinder in Afrika haben nun nichts zu essen. Offiziell bestätigt, Tropius versorgt Afrika. Alleine. Als einziger. Donner auf Drift Zeppelin. Du, Typ. Raffaello, du machst fucking ja, Schlammbombe einfach. Du fetter Ficker! Digga, nein. Beides nimmt jetzt Hariyama auseinander. Zusammen mit Raphael. Spukball auf. Raphael, let's go. Digga, jetzt gibt's Rache, Hariyama. Jetzt gibt's Rache. Nur Hariyama wird getroffen? Okay. Ist halt so. Und jetzt Donner, Junge.
Harihari ist gefährlich. Harihari existiert nicht mehr. Der wurde weggeschrötet, Mann. Kramchef, ja, das Ding donnert ich auch noch weg, Junge. 42 hast du schon mal von Donner gehört, Alter. Du hast noch 42 Sekunden zum Leben. Spukball auf Raphael. Ach, Raphael kann das. Oh, guck's, Mann. So, nochmal. Und Raphael macht jetzt fetten Blizzard. Unheilböden auf Linus. Macht sogar relativ viel, aber nur wenn Krebs. Blizzard geht auf welchen von beiden? Auf beide hoffentlich. Das aussieht ja. Beide sind gleich doll angeschlagen. Linus, du fette Kick. Ah, fuck, Linus ist tot. Linus weg ab, Alter. Was macht der Kick? Raphael bekommt hier Kuhmilch zum Saufen mit einem Watzen Süppeln. Und dann machst du nochmal Blizzard. Komm, Raphael, nimm sie raus. Komm, los, Junge, los. Du schiebst das, du schiebst das. Griff Sabines down. Yeah. Linus hat bloß $1 getroffen. Das auf Hariyama. Die anderen drei sind daneben, aber Raphael schiebt gleich zweimal hintereinander einfach Blizzard durch. Heiliger, Alter, heiliger. Gut, Donner auf Absol. Flammenbombe auf Absol. Magiemantel. Hüllt sich selbst in Magiemantel. Okay. Das macht gut Damage. Das war auch gut Damage. Ich habe doch 100% gegeben. Ja, aber du bist eine fucking Ho. Gut, jetzt speichere ich. So. Let's go. Ab nach oben. Die Show wurde jetzt hochgenommen. So, High Items. Ich glaube, ich muss kämpfen. Ja, Limo, Alter. Hier, Chris. Chris, die Dose. Gut. Kann ich hier bezahlen? Muss ich bezahlen für die Aussicht? Ach, egal. Du nächste Dalem, hab ich gehört. Sieh mal einen an, du hast es endlich bisher geschafft. Offensichtlich hast du einiges an Talent als Trainer. Wir haben den Radiosender besetzt, um der ganzen Nation zu verkünden, dass wir wieder da sind. Wenn wir das tun, wird sicher auch Giovanni wieder von seiner Lehr- und Wanderreise zurückkehren. Wir werden wieder zu unserem früheren Glanz zurückfinden. Du kommst uns dabei nicht in die Quere. Okay, Atlas. Hat der gleiche Niveau wie mein Atlas, den ich für die Schnur kaufen musste. Der hat auch genau 46 Euro gekostet, was? Egal, nein, das macht einfach Donner, Junge. Who cares? Und du machst gegen Stammbombe. Gut, dass ich nicht auf Bronxon gehe. Schön, dass du Vogelstoß hast. Wer hat dich beauftragt, Linus zu killen? Wieso killt das nicht? Raphael trifft nicht. Och Mann, ist halt doch... was gönnt die Junge? Absolut overrated. Er macht wieder Schutzschild, ich wusste es. Er macht Vogelstoß, er trifft nicht. Los, Mord! Linus, es ist dein Turn. Mann, du fetter Kick, Alter.
Jetzt. Er macht wieder Schutzschild. Wir greifen dich nicht mal an, Mann. Funkstoß trifft nicht. Linus. Du triffst jetzt, Alter. Du triffst jetzt. Digga, Schlappohr trifft literally öfter als du, obwohl es Minusgenauigkeit hat. Wer bist du, Alter? Wer bezahlt dich dafür, dass du hier schmeißt? Endlich! Willst du mich verarschen? Digga. Ich find's auch schön, dass Bronxung endlich bemerkt hat, dass er angreifen kann. Ja, du kommst raus, Nikki kommt rein. Raphael macht einfach Surfer. Who fucking cares? Er macht wieder Schutzschild, okay. Er trifft Fokusstoß. Aua. Digga, kritt auf Nikki, Mann. Hat doch dein Maul. Noch ein Schlapp. Halt dein Maul, Raphael, halt. Und der Typ kann springen. Und mein Stuhl ist kaputt, Alter. Wait. Nikki macht das Big Bang Move, Schutzschild. Und Raphael macht jetzt anderen Big Bang Move von Schlammbomb auf Bronxong. Hat Bronxong nicht Schwebe? Ich bin stupid. Yes, warte. Egal, Egelsamen sind draußen, gut. Du machst das Reitbeben, Raphael macht Schutzschild. Bumm. Stupid. Ich weiß, dass er das hat, aber ich vergesse es immer. Ja, aber jetzt kann ich gar keinen angreifen. Hört ab, er schützt dich in der Schwebe. Wow. Und keiner konnte angreifen diese Runde. Ja, Nikki heilt sich aber. Nikki macht wieder Schutzschild. Du machst Surfer. Sprungfeder geht daneben. Surfer nicht. Let's go. Bodyguard. Okay. Nikki ist bald schon wieder hoch, Alter. Nächste Runde ist einfach voll. So, Nikki macht jetzt, keine Ahnung, Rasierblatt. Und du machst jetzt Schutzschild. Nee, du musst kein Schutzschild machen. Blizzard. Du Flucht, ist fehlgeschlagen, egal, Blizzard. Das war ein Crit auf Bronxong, Alter. Hilfe, Mann. Geht das Bronxong? Nö. Aber die Egelsamen schon. Der meiste Damage in diesem Kampf wurde durch Egelsamen verursacht. Verursacht gehört sich besser an. Gehört sich besser an. Mann! Hört sich besser an. Tschüss. Das Ding ist 10 Level höher, Nikki. Besame es. Was? Er sitzt da die ganze Zeit und könnte Nikki angreifen. Mit Eisstrahl. Aber er macht nichts. Wieso ein Schlappo Eisstrahl?
Epoleon ist nicht mehr das Problem. Es ist das fucking Kackding, Alter. Oh, das Kackding haut ab. Surf auf Epoleon. Das bringt sehr viel. Geht eigentlich. Linus kommt rein und du machst literally ja, du bist kacke, Raphael. Diese Aussage, by the way. Komm, du überlebst das. Linus ist gut gebaut. Yeah. Zack, Hit. Oh, Raphael ist tot. Eines wird jetzt richtig durchgeheilt von Egelsam. Einfach ein Viertel oder ein Fünftel, Mann, am Leben einfach zurück. Hör jetzt RPG rein. RPG kann das. Er ist groß. Och du fetter Typ, Digga. RPG ist groß, Alter. Lass ihn, er kriegt das hin. Hab du gesagt. Mann! Nein, ist ja kein AP mehr. Digga. Auf Linus. Das macht man Sprungfeder. Das Eisstrahl. Ich nehme diesen Kampf keine Sekunde ernst, Alter. Yeah, let's go, Crit. Linus hat keine Elektroattacken mehr, Mann. RPG ist auf 40, let's go. Ach, RPG liebt ja noch. Ah, cool. Komm, Niki. Brauchen wir deine Samen. Hespota! Glück hab ich Niki. RPG hat das vorgeschlagen damals. So, Linus heilt Niki. No, es ist ein UFO und Linus Tech Tips halt. Das Portal bekommt Samenrunde. Und der Knecht, er stapelt Beschwerden von Kevins. Das Portal weicht aus, Digga, hast du das Ding gesehen? Digga, ist fetter als deine Mom, Junge. Er kann sich ja gar nicht bewegen. So, Besamung. Das macht wieder unheimlich viel Damage und Linesdruck. Wieso hat das mit einem Feuersturm? I mean, ich disagree nicht mit der Choice, aber wieso? Woher? Für wen arbeitest du? Ich weiß, aber für wen arbeitest du? Keine Ahnung, deine Mutter hat sich blau angemalt. Nur Männer können blau sein. RPG macht einfach Flammenschirm auf Despotar. I really don't fucking care, Alter. RPG drückt nicht! So viel dazu. Das war ja noch gar nichts. Kennt ihr schon mein Ass? Es ist Sudev. Sudev ist genauso fett wie ihr beide zusammen, Alter. Surfer.
Als ob das nicht reicht. Als ob das gar nichts macht. Hydropumpe geht daneben. Das wird da Antikraft. Tun wir. So, Egelsamen. Wo sind sie? Impoleon ist tot. ...2200 Erfahrungspunkte, Heiliger. So, was mache ich jetzt? Ich heile. Wo ist fette Kraftwurzel? Hier ist fette Kraftwurzel. Er macht Feuersturm! Er hat Antikraft, er macht Feuersturm. Okay. Mach einfach Server K, den Typen, Alter. Mach jetzt ein bisschen mehr Damage. Und auf einmal hat er wieder Antikraft entdeckt. Ich weiß nicht, was mit denen los ist. Ah, wow, das hilft nicht. Warum auf Sude keine Kaskade? Weil Sude das nicht kann. Ich hab keine Kaskade. Ich hab die Attacke nicht. Ich hab Suda auf 45 gefangen, Alter. Denkst du, ich hab da irgendeine Auswahl von Attacken? Das ist ein ekelhafter Stalemate. Ich lebe Raphael wieder. Zahnstunkelt. Mann. Folterknecht, cool, danke dafür. It's my time to shine. Wir sind jetzt zu zweit. Aber es ist wirklich deine Zeit zu leuchten. Surfer und... Ich hab Regentanz vergessen. Ich wollte gerade Regentanz machen, fuck. Du brauchst Schutzschild, Alter. Ist einfach useless, Alter. Hier. Nimm. Eine Limousude. Nee, reicht leider nicht. Eigentlich hätte es gereicht, aber egal. Das wird mein Tiger sogar. Ich würde mir das zutrauen, Alter. Hast du den Typen mal gesehen? Mal gucken. Wenn ich das treffe, sollte er auch tot sein. Da muss ich Raphael nicht killen. Cool. Extra sicher. Nein, vergib mir, großer Giovanni. Ich kann es nicht glauben, es ist alles vorbei, alle meine Träume sind geplatzt. Ich war wohl doch nicht gut genug. In Ordnung, hiermit löse ich Team Rocket auf. Genau wie es Giovanni tat. Leb wohl. Wie Raphael da so sitzt. Oh, hast du ihn etwa schon besiegt? Vielen Dank, wirklich vielen Dank. Mit deinen tapferen Taten hast du jedes einzelne Pokémon im Land gerettet. Na gut. Jemand wie du ist würdig, dies zu besitzen. Bitte akzeptiere meine Gabe. Der Silberflügel. Dieser Silberflügel wurde an der Spitze des Turms entdeckt, der hier früher stand und der später dann zum Radiosender umfunktioniert wurde. Mit Hilfe des Silberflügels kannst du das ins Innere der Strudelinseln vordringen. Diese Geschichte hat mir mal eine Bekannte aus Anemonia City erzählt. Gut, dann will ich mich mal so langsam wieder mal Burg zurückziehen. Tschüss. Ach ja, dann hatte ich es vergessen. Meine Bekannten an Murster, die sagte, wenn man mit den Silberflügeln ins Innere der Schulinsel vordringt, sei das noch lange nicht genug, um das legendäre Pokémon zu sehen. Sie sagt, man benötigt dafür noch einen zusätzlichen Gegenstand. Hat sie mir eigentlich gesagt, welchen? Ah, oh, keine Ahnung. Egal. Ah, nee, doch nicht. Nein, keine Sorge, ich bin fertig. Tschüss. Dieser Typ, Alter. Mein Boyfriend ruft an, Alter. Hallo, hier ist Klarin. Es ist wirklich praktisch, dass Pokémon Center gratis sind. Pokémon Center sollte immer das erste auf seiner Stadt aufsucht. Los, tschüss. Dieser Typ, Alter, wer ist das? Was kann er? Nichts. Raphael sieht so goofy aus, Alter.
Polizei ist jetzt auch endlich da. Der eine Typ. Sofort wieder normaler Betrieb. Alter, es hat viel länger gedauert als gedacht. Ich wollte eigentlich nur noch heute irgendwie 5 Pokémon fangen. Ich meinte 4. Aber egal, Leute, wir sagen, würde ich das wirklich vorspielen. Wenn ich doch schau. Egal, tschüss, bis irgendwann. Tschüss. Ich brauche Schmerzmittel.